Nachdem wir bisher sehr viel schriftlich in Details gearbeitet haben, wollen wir jetzt einen Schritt weitergehen und das ein bisschen lebendiger werden lassen. Und zwar so, dass ihr mal ausprobiert, wie kann ich jetzt die vier Schritte der Aufrichtigkeit praktizieren, und dann das halten an den Prinzipien. Die wir gelernt und geübt haben. Und wenn ihr das möchtet, auch gleich mit einer möglichen Reaktion umgehen. Ein Hinweis noch, wir haben noch dieses letzte Hindernis, das wir jetzt aus dem Weg räumen können. Solange wir nämlich glauben, wir haben Angst vor der Reaktion anderer, habe ich schon gesagt, sind wir immer Opfer im Leben. Warum? Wir haben keine Kontrolle darüber, wie andere reagieren. Wenn wir jetzt das mit den Ohren nochmal anschauen, stellen wir fest, wir haben gar keine Angst vor dem, wie andere auf uns reagieren. Wovor wir wirklich Angst haben, ist, wenn die anderen reagieren. Also das mit Schuldohren gar. Denn wenn ich mit Giraffenohren höre, gibt es nichts mehr, wovor ich Angst haben müsste, weil ich dann verstehe, der andere teilt mir nur gerade mit, wie er sich fühlt und was er braucht. Dann gibt es keine Angst mehr vor der Reaktion. Wenn ihr also das auch üben wollt, heißt das, ihr sagt einmal die vier Schritte und dann lasst ihr euch möglicherweise eine herausfordernde Reaktion geben. Die könnt ihr dem anderen vorgeben und dann flugs Giraffenohren aufgesetzt und dann könnt ihr damit wunderbar umgehen. Jetzt zeige ich euch das mal, bitte Rico und ich. Wir werden gleich Dreiergruppen bilden. Und gibt so einen Satz Karten, die helfen euch, dass ihr sagen wir, als Spickzettel euch daran erinnert, ah ja, genau, das ist der nächste Schritt. Und dann probiert ihr das mal auszusprechen und sprecht jemand anderen aus der Dreiergruppe, der sich da hinstellt, sagen wir, als Person an. Wenn ihr eine herausfordernde Reaktion haben wollt, dann instruiert ihr den anderen und sagt, was ihr gerne hören möchtet, damit er lernt, damit umzugehen. Du Friederike, wenn ich nachher durch bin, sagst du bitte zu mir, mein Gott, bist du ein bürokratischer Krümelkater. Und dann probiere ich erstmal aufrichtig zu sein und dann sag, du, wenn du reinkommst, ohne anzuklopfen, merke ich, bin ich sauer, weil, was fühlt man denn? Mir ist wichtig, dass meine Privatsphäre respektiert wird. Meine Bitte ist, klopfst du bitte an, bevor du reinkommst, geht das für dich? Mein Gott, bist du ein bürokratischer Krümelkater. Dann ganz schnell die Giraffenohren aufsetzen, damit ihr die Schönheit dieser Botschaft hört. Es war ziemlich frustriert, weil dir ist wichtig, dass das einfach und unkompliziert zwischen uns war. Ja, bitte. Ich würde sagen, weil wir ja. Damit habe ich jetzt verstanden, was ihr Anliegen ist. Ich habe mein Anliegen auf den Tisch gelegt. Und jetzt können selbst Sechsjährige diesen Konflikt lösen, um zu wissen, welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Wie kriegt man das Bedürfnis, dass ich Respekt vor meiner Privatsphäre bekomme und sie ihr Bedürfnis erfüllt bekommen, dass es einfach und unkompliziert geht? Wenn man den Konflikt jetzt schauen, was fällt uns dazu ein? Wie kriegt man diese beiden Bedürfnisse unter einen Hut? Für die Übung reicht es, ein paar Mal zu üben, wie sage ich das? Und wie kann ich mit einer Reaktion, die möglicherweise kommt, umgehen? Gute Vorbereitung, wenn man morgen dann in die Rolle spielt. Entweder sagt, gib mir mal was heraus, ich lasse mich überraschen, oder sagt, speziell mit folgender Reaktion würde ich gerne lernen, umzugehen, dann gibt es vor. Gut, dann los mal aus. Tschüss. Ich komme an, ich muss nur.